Subject Sigma nähert sich Minervas Den. Er darf den Finker nicht erreichen. Den Tunnel sprengen! Und damit willkommen zu Let's Play Bioshock 2 im DLC Minerva's Den. Irgendwie sowas. Okay, das gibt ein schönes Thumbnail. Ich kenne diesen DLC tatsächlich überhaupt noch gar nicht. Der ist mir komplett fremd, deshalb schauen wir uns den jetzt mal an. Ich habe immer nur das Hauptspiel gespielt, aber den DLC habe ich immer... Bist du Sigma? ...ignoriert. Kannst du mich hören? Mein Name ist Porter. Charles Milton Porter. Doc Tenenbaum sagt, du wirst uns helfen, den Thinker aus Rapture fortzubringen. Das wird nicht einfach, aber das ist so bei guten Taten. Du solltest durch eine Luftschleuse reinkommen. Was ist ein Thinker? Hier ist das Schild. Hier liegt überall Adam rum. Na, das wird ja spannend. WTF, als ob die hier einfach so einen kompletten Tunnel sprengen, ey. Einfach nur damit irgendjemand irgendwo nicht reinkommt. Hätte man nicht einfach die Tür zumachen können? Ich meine, WTF. Okay, ich komm bestimmt irgendwie da hoch. Perfekt. Ja, jetzt sind wir trotzdem da, also hat das ja nicht so viel gebracht, wie erst die Texturen nachladen. Super lustig. Minerva's Den war eine ganze Zeit vom restlichen Rapture abgeschnitten, aber nicht vom Splicen. Bleib wachsam. Es ist dunkel in Minerva's Den. Aber wenn du das Stromrelais vor Ort resetten kannst, dann kann ich den Saft von hier aus wieder anschalten. Okay. Wir werden direkt wieder zum Alkoholiker, wie bisher auch immer. Das hören wir uns mal an. Mr. Porter, ich möchte der Erste sein, der Ihnen zur Gründung von Rapture Central Computing gratuliert. Die große Kette wird stetig stärker, mit jeder Hand, die mit anpackt. Und glücklicherweise ziehen Sie und ich in Sachen Rapture am gleichen Strang. Okay, das freut mich sehr für dich. Ich finde diese Geldverstecke irgendwie ein bisschen lustig. Aber ich hätte ganz gern mal eine Waffe. Ugh, es ist so verwirrend. Was tue ich hier? Wo bin ich hier gelandet? Kann ich bitte eine richtige Waffe haben? Mein... Dings. Hallo und willkommen in Minerva's Den, der Heimat von Raptures Hightech-Industrie. Ja, gute Frau, Sie sind sehr Hightech. Das muss man schon sagen. Was dringt da in Minerva's Den ein? Porters neuestes Spielzeug? Er will den Thinker für sich. Aber, tja, alter Freund...
Die Maschine hat mich auserwählt. Okay, das freut mich sehr für dich. Habe ich eigentlich überhaupt irgendwelche... Ja doch, ich habe Telekinese als Kraft. Geil. Ich weiß gar nicht, wo ich lang muss, ehrlich gesagt. Komme ich hier durch? Nein, das natürlich nicht. Das wäre dann wahrscheinlich der richtige Eingang gewesen. Okay. Das ist gerade alles für mich neu. Ihr müsst also verzeihen, wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht. Wir spielen das Ganze blind. Ich habe mich mit dem DLC nie beschäftigt. Du Miststück. Reed Wall. Er und ich haben Rapture Central Computing gemeinsam gegründet, aber der habgierige Kerl hat mich vor Jahren rausgedrängt. Die Splicer, die Sicherheitsvorkehrungen. Er zieht jetzt die Fäden in Minerva's Den. Wieso ist der kaputt? Okay, ein paar haben wenigstens Bora-Treibstoff dabei, obwohl ich mir nicht wirklich vorstellen kann, was die mit Bora-Treibstoff wollen. Aber okay. Wieso sind die alle kaputt? Ich glaube, ja, die Texturen, die laden halt irgendwie gar nicht. Wir spielen eher wieder die Remastered-Version. Wir sind Partner, aber er treibt Unsinn mit dem Gerät. Die Rechenkapazität des Thinkers ist verdammt nochmal ein Quantensprung, was Geschwindigkeit und Flexibilität betrifft. In den ruhigeren Stunden habe ich ihn die Ergebnisse von Baseballspielen vorausberechnen lassen. Und er arbeitet ungemein präzise. Wendet man ähnliche Programme auf die Märkte von Rapture an, hat man die Lizenz zum Gelddrucken. Aber Porter, ich habe gehört, wie er den Thinker mit Aufnahmen seiner toten Frau gefüttert hat. Der Narr möchte den Thinker in einen Menschen verwandeln. Ich kann mir kein traurigeres Schicksal für eine so perfekte Maschine vorstellen. Okay. Laserzelle, WTF? Okay. Sieh dich an, Sigma. Du denkst, Porter sei dein Verbündeter. Aber der Thinker weiß es besser. Der Thinker weiß. WTF? Was ist das für eine geile Waffe? Der Strom ist umgeleitet. Das sollte uns sehr helfen. Geh zu meinem Büro im Geschäftsleitungstrakt. Dort ist etwas, das wirst du brauchen. Mach schnell! Oh Gott. Ja, ich will irgendwas kaufen. Ich weiß nur nicht so wirklich was. Ja gut, ich glaube, hier ist es am schlauesten, erstmal Verbandskästen aufzurüsten. Okay, noch mehr Bandagen. Hier ist überall Zeug. Geht die auf? Nein. Und lädt die Textur? Nein. Kann ich damit vielleicht... Das hat nicht funktioniert. Hier ist noch ein Mülleimer, den suchen wir auch nochmal schnell. Irgendwo, genau, da hinten ist noch so ein Automat. Ich bin gerade so ein bisschen verwirrt, ehrlich gesagt, wegen der Waffe. Die scheint irgendwie mega crazy einfach. Ach, ich brauche davon, obwohl... Ja gut, bisschen mehr schadet nicht. Wo ist das Erfolgsgeheimnis? Wo soll ich hin? Rapture Central Computing. Traitor, der fortschrittlichste Rechner der Welt, der Thinker. Und er ist natürlich der alles richtig macht. Oh Gott.
Mit Sicherheitskommando übernimmst du die Kontrolle über die Sicherheitselemente von Rapture, die feindlichen Sicherheits- und deine eigenen Bots, dem hüpfenden blauen Ball folgen und ihn angreifen. Okay. Die feindlichen Sicherheits- und eigene Bots werden dem hüpfenden blauen Ball folgen. Okay, das klingt grammatisch für mich ein kleines bisschen falsch. Das hat gar nicht funktioniert. Er sieht mich. Ups. Moment. Das war doch hier irgendwo, oder? Zum Glück. So. Das Ding hat auch so ein Laser-Ding. WTF, wo bin ich hier gelandet? Hier ist ja alles mega interessant. Na gut, der Typ meinte ja auch, dass alles so die modernsten Dinger sind, die Rapture hat. Ihr wisst, was ich meine. Aber ich finde das mega cool. Das Ding folgt mir jetzt, das ist schon mal ganz gut. Okay, ja gut, ich habe eh bisher alle freien Slots, von daher ist mir das egal. Okay, das ist bisher schon sehr anders. Ja gut, davon kann ich mir bisher noch nichts leisten. Funktioniert das Ding noch? Computerprogramm. Empfindlich wie ein... Wer ist da? Der Hausmeister? Der Hausmeister. Nein, funktionier bitte. Bitte funktionier, du bist das Beste, was ich gerade hab. Ich soll hier gerade nicht mal hin. Aber, ich bin ein kleines bisschen verwirrt. Hier ist alles so anders. Die Waffe ist so... Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Sie ist so... komisch. Sie richtet halt... Ja, irgendwie ist es ja so, man schießt damit, aber... Man hat halt nicht sofort... Also man hat schon einen Effekt, aber es ist halt nicht so, dass du zum Beispiel... Also das habe ich noch nicht ausprobiert, aber ich denke mal nicht, dass es so ist, wenn man einen Headshot gibt. Dass sie halt... auch direkt umbringt, oder? Wieso nimmt er die Laserzelle denn nicht mit? Oder kann man nur maximal 400 haben? Ich glaube, das wird das Problem sein. Ich habe halt gerade mit Kartoffelchips auf die geworfen. Jetzt habe ich tschechischen Wodka getrunken. Warum nicht? Die Saugroboter haben alles Mögliche aufgesaugt, bevor sie den Geist aufgegeben haben. Brich einen auf. Vielleicht findest du was Brauchbares darin. Wie geht das? So?
Okay. Bin ein bisschen verwirrt. Ich höre. Man kann da halt echt überhaupt nichts machen gegen so ein Ding. Aber immerhin ist so ein bisschen... So ein bisschen wurde es immerhin angepasst. Sie hatte doch ein Gewehr dabei, wieso kann ich das nicht haben? Es wurde immerhin so ein bisschen angepasst, dass der Schaden halt einfach nicht so groß ist. Eine Harpune, okay. Die perfekte Gleichung des Thinkers hat jede deiner Handlungen vorhergesagt, Sigma. Er wusste, dass du hierher kommen würdest. Er weiß, wohin du als nächstes gehst. Und er weiß, du wirst scheitern. Wall war besessen davon, seine Vorhersagegleichung zu perfektionieren. Der Thinker kann vieles aber in die Zukunft sehen? Nein. Das Bleißen hat ihn um den Verstand gebracht. Von mir aus kann Wall hier in Rapture verrotten. Wir kopieren den Code des Thinkers und bringen ihn wieder unter die Lebenden. Okay. Das ist ja alles recht interessant bisher. Ich wollte den gar nicht kaufen. Ich wollte was kaufen. Wussten Sie schon? Aber. Der Thinker verarbeitet umgerechnet. Oh Gott, es ist so verwirrend. Man weiß gar nicht, was man sagen wollte. 12.000 Lexikonbände pro Tag. Gerade auf Distanz ist dieses Gewehrding schon ganz nice. WTF? Oh shit. Es ist sehr verwirrend. Man wird hier andauernd unterbrochen. Man kann keinen klaren Gedanken zu Ende fassen. Es ist sehr strange gerade. Aber gut, wir kommen damit schon irgendwie klar. Oh oh. Als ob ich mein eigenes Ding abfackeln will. Ich weiß auch gar nicht, ob ich hier überhaupt hin sollte. Okay. Und ich weiß auch gar nicht, wie lang dieses Ding überhaupt geht. Muss ich alles mit dazu sagen. Das weiß ich alles schon, danke. Och, das wird in den nächsten Folgen schon besser, keine Sorge. Also Headshots bringen, glaube ich, schon ein bisschen was. Ach, es ist alles so verwirrend gerade, sorry. Ich bin gerade ein bisschen komisch drauf. Man kann halt nicht mal wirklich hier irgendwie zu Ende sprechen. Ohne dass irgendwas kommt, was einen irgendwie wieder total aus dem Konzept bringt. Aber das kriegen wir schon noch hin. Hier ist auch überall Kram drin. Gibt es hier noch irgendwas Interessantes? Nachladen, das sollten wir mal tun, das stimmt. Eine Frage zu dieser Kostenaufstellung. Okay. Dann fragen Sie bitte wen anders. Ich finde es auch mega interessant, wie diese Dinger an die Menschen gepaart sind, nenne ich es mal. Und kaum sind halt die Menschen tot, war es das halt. Also, dann ist da nichts mehr. Okay, wir gehen jetzt mal erstmal weiter der Mission nach. Es ist gerade noch alles sehr verwirrend. Was ist das?
Einige Türen sind magnetisch verschlossen. Widerstandsrelais in der Nähe regulieren die Stromzufuhr zu den Elektromagneten. Wenn du die Widerstände mit den Gravity Wells entfernst, wird das magnetische Schloss deaktiviert und die Tür öffnet sich. Okay. Cool. Wie sieht so ein Ding aus? Habe ich sowas schon mal gesehen? Ich glaube nicht, oder? Den Kühlschrank bzw. die Kühlschränke habe ich noch nicht durchsucht. Hier war ich auch noch nicht. Ich würde aber auch sagen, was uns hier noch so erwartet. Das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin.